Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Keine Angst bekommen. Wir haben jetzt zwei Maskenmänner bei uns zu Gast, und zwar die Urban Monkeys, die verrücktesten Typen Wiens, Österreichs, muss man eigentlich sagen. Wir kennen sie, sie waren schon mal bei uns zu Gast bei Fellner Live. Damals sind sie auf den Donauturm geklettert, auf den höchsten Turm Österreichs. Und vor wenigen Tagen sind sie jetzt auch auf das höchste Gebäude Österreichs geklettert, auf den DC Tower. Wie man auf so eine verrückte Idee kommt, warum sie das überhaupt machen, darüber werden wir gleich mit ihnen sprechen. Aber zuerst schauen wir uns noch kurz das Video an, das sie da oben am DC Tower gedreht haben. Also das war das irre Video am DC Tower, und zwei dieser Verrückten, muss man sagen, die da oben waren, sind jetzt da, Tom und Flying Dutchman. Tom, ich würde gerne mit dir starten. Du warst ja damals auch schon am Donauturm. Genau. Wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen, DC Tower, und wie seid ihr überhaupt draufgekommen auf das Gebäude? Also ist aufgekommen, bleibt unser Geheimnis. Es ist halt immer eine neue Herausforderung, wenn man an ein neues Gebäude raufgeht. Und da war halt eben die Höhe ausschlaggebend. Also wir haben als nächstes geschaut, was nach dem Donauturm das nächste Höchste ist. Und ja, die Sitzhaar ist da klar im Plan gestanden. Ja. Wann habt ihr das gemacht? Vor wie vielen Tagen ist das passiert ungefähr? Das letzte Video vor einer Woche circa so. Ja. Du hast mir ja vorhin im Vorgespräch gesagt, ihr wart nicht einmal offen, oben, ihr wart mehrmals sogar oben. Natürlich, ja. Wenn man ein gutes Video machen will, ist halt ratsam, wenn man öfters oben ist, verschiedene Wetterverhältnisse ausprobieren kann, Lichtverhältnisse ausprobieren kann, dass ein wirklich gutes Video rauskommt. Und da hat euch keiner gesehen, wie ihr raufgegangen seid? Oder war da mal so eine Situation, wo es irgendwie prekär war? Einmal sind wir zufällig mit Wartungstechniker zusammengestoßen, aber die haben uns dann auch nicht bemerkt. Also wir sind dann rechtzeitig um die Kurven und sind dann oben. Also okay. Ja, du warst ja letztes Mal beim Donauturm nicht dabei. Diesmal beim Donauturm war warst du auch dabei, ja. Verstehe, okay, aber nicht bei uns im Studio zumindest. Ja. So. Wie sozusagen, wie fühlt man sich, wenn man da oben ist, am DC Tower, der Handstände und lauter weitere verrückte Figuren? Nein, macht? In Handstand selber haben wir ja nicht wie jetzt da gemacht, aber da daneben zu stehen, das ist schon ziemlich flashig, mehr oder weniger. Man hat schon Angst, dass da vielleicht irgendwie was reinkommt oder sowas, aber wenn man der Frau zuschaut, sieht man einfach, dass sie auf die Hände einfach wirklich einen fixen Stand hat, nur mehr als wie auf die Füße, mehr oder weniger. Von dem her, ja, Spannung ist die ganze Zeit dabei und Nervenkitzel auf jeden Fall, ja. Ja. Und warum macht man das eigentlich? Ist das so der Adrenalinkick, den sich andere, weiß ich, beim Motorradfahren holen oder so? Man sammelt sich die Spitzen und die Gebäude, wo man raufkommt, mehr oder weniger. Irgendwie ist das schon so eine Sammlung, wenn du das so nimmst. Ja, es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft dahinter. Es geht uns weniger um einen Kick, als mehr um gute Bilder, gute Fotos, gutes Videomaterial. Also ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Du machst das ja schon relativ lang. Also du hast mir letztes Mal gesagt, du bist ja schon ein Routinier eigentlich. Ja, seit 2015 machen wir jetzt Videomaterial und Fotomaterial und veröffentlichen das auch. Ja. Wie lange kann man das noch machen? Weil ich sage mal, als Pensionist wird man es wahrscheinlich nie mehr machen können. Wie lange habt ihr vor, noch Gebäude in Österreich zu besteigen? Ja. Das kann man nie so im Vorhinein sagen wir es einmal so. Aber es wird sich immer wieder irgendwas Neues ergeben. Es
ständig irgendwelche neuen Baustellen, die was irgendwie zustande kommen, wo irgendwelche neuen Baukräne wieder auf verschiedensten Plätzen stehen und immer wieder neue Motive entstehen können, mehr oder weniger. Sobald der Kran weg ist, gibt es von dem gleichen Punkt kein gleiches Foto mehr oder weniger. Halt, ne? Also aufhören wird das nie so wirklich ganz. Und es hört jetzt auch nicht auf, wenn man jetzt da auf ein Gebäude oben waren, kann es 5-6 Mal danach nochmal passieren, dass wir raufgehen. Also es ist jetzt nicht nur wegen einmal dort oben sein, sondern man holt sich halt immer wieder den Kick halt. Ne? Ja. Wie viele seid ihr eigentlich bei den Urban Monkeys? Ihr seid ja mehrere? Ja, also so 3 bis 5 Leute, ja. Die halt, es kommen nicht immer verschiedene Leute mit. Wir sind auch mit anderen Fotografen unterwegs, die auf Instagram so aktiv sind. Mhm. Also, aber wir sind eigentlich 3 Leute, so der Kern. Der harte Kern. Der harte Kern sind 3 sozusagen, die das tun. Und die 3 waren jetzt auch am TC da oben. Genau, ja. Ja. Jetzt habt ihr den höchsten Turm bestiegen in Österreich, das höchste Gebäude bestiegen in Österreich. Was kommt als nächstes? Die höchste Kirche, Stephansdom? Den höchsten Schlot haben wir ja auch schon, Dürnreis, also den Rauchfang. Das war eigentlich auch der höchste, glaube ich, in Österreich. Ja, ne? Genau. Ja, das ist eigentlich immer eine spontane Entscheidung. Das aber stehen die nächsten Projekte schon fest? Habt ihr für euch schon überlegt, was ist das? Man hat immer was geplant im Kopf. Also man wartet dann immer auf den perfekten Zeitpunkt, dass man es auch wirklich umsetzen kann, und da stresst man sich jetzt dabei, jetzt absolut nicht halt. Ne? Da muss es wirklich passen, wenn man es durchzieht. Für uns ist halt auch nicht nur die Höhe ausschlaggebend. Klar, es liefert gute Bilder, aber es zählt halt auch der historische Wert teilweise, die Architektur und sonstige ausschlaggebende Punkte, die ein Gebäude halt interessant machen. Also es ist nicht nur die Höhe ausschlaggebend. Also ihr seid architektonische Feinspitze sozusagen. Ja, wir schauen, dass wir eigentlich so lange wie möglich oben bleiben, dass es dann mehr oder weniger dunkel draußen ist, oder dass wir bei Finsteren nochmal irgendwie schauen, dass wir aufs Gebäude kommen, dass wir sich dann halt die Fotos auch nochmal mit heimnehmen. Ne? Ich kann mich erinnern, als wir letztes Mal gesprochen haben beim Donauturm, haben wir auch über die Strafe gesprochen, dass du mir damals erzählt, ich könnte sozusagen eine Verwaltungsstrafe drohen, vielmehr droht einem da nicht. Hat sich nach dem Donauturm da jemand bei euch gemeldet, weil er diesmal ja auch mit, sag ich mal, Masken da sitzt? Nein, das mit den Masken hat eigentlich den Grund, dass wir durch die Videos eher jetzt schon so ein bisschen an Popularität gewinnen und jetzt uns auch schon die Portiere bei den Eingängen kennen, und das ist halt nicht so günstig, um aufzukommen. Wir werden halt die Videos ab jetzt eher maskiert machen, damit wir halt dann, wenn wir das nächste Gebäude machen würden, nicht gleich erkannt werden. Das ist halt der Hauptgrund. Ich bin schüchtern, ich will nie erkannt werden. Aber das heißt, Strafen habt ihr keine gekriegt? Ich habe mich persönlich mit den Betreibern zusammengeschrieben, habe mich entschuldigt und habe eben auch Fotoprojekte miteinander angeboten. Also ja, alles das gut. Ist, man regelt das dann eher, also ja, man regelt das halt ohne irgendein juristisches Nachspiel, sage ich jetzt mal. Ja. Und beim Visitor habt ihr aber im Vorhinein mit den Betreibern oder den Besitzern Kontakt aufgenommen, oder nein, da seid ihr einfach mal rauf marschiert? Wir probieren es immer am legalen Weg, aber meistens wird das Mail nicht einmal durchgelesen oder angeschaut oder Antwort kommt meistens nicht. Also wir würden es gerne legal machen, aber meistens kriegen wir nichts zurück und machen es dann halt einfach so. Macht's dann für uns eigentlich dann nochmal schwerer, weil die Bescheid wissen, dass wir irgendwie da rauf wollen. Genau. Also deswegen haben wir es meistens bis jetzt einfach wieder lassen. Gibt es eigentlich andere in Österreich, die ähnlich verrückt sind wie ihr? Ja, es gibt schon einige, die auch ähnliche machen. Sachen machen, auf jeden Fall. Ja. Also und ist man da in der Branche vernetzt, also sozusagen kennt ihr euch da untereinander und spricht man sich da auch ab, oder wie läuft das? Oder ist das eine Rivalität wie bei Fußballclubs? Wie ist das? Teils halt einfach. Also mit Absprechen, wir ziehen unsere Aktionen meistens halt nur wir durch, und wenn sich irgendwas ergibt, zum Beispiel jetzt mit der Stefanie Millinger, dass die mitkommt. Das war die Dame, die diesen Handstand gemacht hat auf der Spitze. Oder wenn jetzt irgendwelche Basejumper mitkommen oder sowas, also das ist dann schon ausgemacht, aber so. Wir sehen uns halt auch mehr als Plattform, wo andere Leute halt sich aktiv mit einbringen können. Also es hat bei uns auch schon einige Basejumps gegeben, und es sind auch Fotografen mit uns unterwegs. Also es sind schon viele Projekte mit anderen Leuten zustande gekommen. Gut, das müssen wir trotzdem am Ende sagen, an alle zu Hause, nicht nachmachen. Ihr seid Profis, also sozusagen, sofern man bei sowas Profi sein kann, aber ihr habt da irgendwie jahrelange Übung und trainiert sie auch dementsprechend. Also würde man sagen, ein untrainierter Mensch sollte das eher nicht machen. Absolut nicht, nein. Also es kommt auf Erfahrung an, also Kletterkenntnisse, also einfach so sollte man es auf keinen Fall probieren. Okay, wie lange bereitet ihr euch vor auf so einen Aufstieg? Ja, es ist auch komplett unterschiedlich, aber so jetzt da vom Trainieren her ist jetzt nicht viel Vorbereitung. Dadurch, dass wir so mehr oder weniger sportlich sind, ist das dann einfach nur noch zack, zack, und dann zieht man es durch. Da darf man meistens gar nicht lang drauf warten, weil sonst funktioniert es dann wieder nicht. Man muss dann wirklich auf den perfekten Zeitpunkt messen. Weil an sich ist es ja schon so, ich nehme an, dessen seid ihr euch auch bewusst, ein falscher Tritt oder eine Unachtsamkeit, also, und
man bezahlt mit dem Leben. Absolut. Beim Autofahren nichts anderes, sage ich immer. Und mein Auto fahre ich öfters, dass ich überhaupt verkletter. Also von dem her muss man immer aufpassen im Leben, aber sonst macht das Leben auch keinen Spaß. Ne? Ja, wir stressen uns halt auch nicht. Wir gehen kein unnötiges Risiko ein. Ja. Wir schauen halt, dass wir langsam klettern, sicher klettern, anstatt dass wir uns irgendwie stressen. Wenn wir jetzt erwischt werden, dann ist es halt so, dann machen wir ein Video halt nicht fertig. Das ist uns wichtiger, dass wir alle gesund wieder runterkommen, als dass wir dann für gute Bilder unser Leben riskieren. Das ist uns auch nicht wert. Ist schon mal was passiert? Also gestorben ist zum Glück noch keiner, aber ist schon mal, hat sich einer verletzt oder? Noch nicht einmal was runtergefallen oder sonst was. Also nicht einmal ein Handy? Gar nichts. Gar nichts, nein. Okay. Ja. Gut, na dann hoffen wir natürlich, dass das so bleibt. Sind gespannt auf euer nächstes Projekt. Hoffen, dass wir wieder ein cooles Video kriegen, dass wir dann hierher zeigen können. Danke an die Urban Monkeys fürs Vorbeischauen bei uns im Studio. Und es bleibt verrückt. Heute ist irgendwie der verrückte Tag auf Fellner Live. Denn danach haben wir jetzt eigentlich die verrückteste Story dieses Sommers bei uns. Und zwar einen Wiener Hobbygärtner, Siegfried Herrmann heißt der Mann, der in seinem Garten im 14. Bezirk in Wien Bananen pflanzt. Ja, und aufgrund der Hitzewelle diese jetzt auch erntet. Völlig crazy. Wir reden gleich mit ihm, wie kommt man auf so eine Idee, wie schmecken diese Bananen und was hat er noch für tropische Früchte, die er anbauen will. Wir sind gleich wieder zurück hier bei Fellner Live.